Heute geht es um den Hörsinn. Der ist eine echte Superkraft. Schließlich können wir damit bis zu 400.000 verschiedene Töne unterscheiden und gleichzeitig erkennen, aus welcher Richtung sie kommen. Hören hat was mit unseren Ohren zu tun, das ist klar. Aber wie funktioniert es genau, dass wir hören können? Dazu braucht es einen Ton, ein Geräusch oder gesprochenes Wort. Dadurch werden Schwingungen in der Luft erzeugt, sogenannte Schallwellen. Dabei stupst ein Luftteilchen das nächste an. Die Schallwellen kann man zwar nicht sehen, aber unsere Ohrmuschel kann sie auffangen und leitet sie bis zum Trommelfell. Das schwingt dann wie ein Trampolin. Im Ohr gibt es einen Hammer, einen Amboss und einen Steigbügel. Das klingt ein bisschen lustig und ein bisschen komisch. Aber was ist das und warum heißt es so? Hammer, Amboss und Steigbügel sind ganz kleine Knochen, die so heißen, weil sie eben so aussehen wie ein Hammer, ein Amboss und ein Steigbügel. Die drei Mini-Knochen sind im Mittelohr zu finden, an einem Ort, der Paukenhöhle heißt. In unserem Ohr gibt es überhaupt viele Sachen mit komischen Namen. Zum Beispiel auch die Ohrtrompete. Die spielt natürlich in keinem Orchester, sondern hilft uns, wie Hammer, Amboss und Steigbügel auch, dass wir hören können. Ich habe mal gehört, Elefanten können mit den Füßen hören. Wie soll das denn bitte gehen? Naja, wer schon mal bei einem Konzert vor einem Basslautsprecher gestanden hat, wenn die Musik richtig laut war, hat sicher schon selbst erlebt, wie das geht. Tiefe, laute Bassklänge bringen unseren Körper, aber auch den Boden zum Beben. Elefanten können mit ihren Füßen das Beben des Bodens spüren und so hören. Mein Bruder hört manchmal ganz schön laut Musik. Aber was ist eigentlich das lauteste Geräusch auf der Welt? Als das lauteste Geräusch der Welt gilt der Ausbruch des Tambora im Jahr 1815 mit 320 Dezibel. Das ist das Maß für die Lautstärke. Der Tambora ist ein Vulkan in einem Land, das Indonesien heißt. Und die Druckwelle seines Ausbruchs war noch in 15.000 Kilometer Entfernung zu spüren. Wenn man sich da in der Nähe dieses Vulkans befunden hatte, wäre man allein schon durch die Druckwelle gestorben. Denn alles, was um die 200 Dezibel laut ist, gilt als absolut lebensgefährlich für uns Menschen.